willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht Scheißen mit Ralf und mit Schasch. Wir haben heute ganz viele spannende Themen in der Sendung und den Anfang machen wir mit... Ist dir das schon mal aufgefallen? Was ist das? Das ist Scheiß. Ralf, darf ich euch vorstellen? Ralf? Ralf, Ralf, Ralf. Angenehm, kommen Sie öfter hierhin. Herzlich willkommen. Ihr kennt euch doch schon seit Jahren. Ja, ich weiß, aber ist dir schon seit Jahren aufgefallen, dass ich kommen wollte... Oh, ich kam. Ist das Sonnenlicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber nicht mit Marie. So was gibt es beim Klopapier. Müllbruchstelle. Das Holz bricht. Das ist aber auch wirklich gemein, Marie. Kennt ihr das? Wenn sich die Haut nach einem Brand pellt und ihr einfach nicht sonnen könnt, ständig abzutragen. Ralf kennt das. Das. Ich wollte wirklich nur in das Loch kommen und auf einmal hatten wir hier ein Fenster. Ja. Halt mal kurz. Aber es ist ein bisschen schmal geworden, ja, oder? Ja, da könntest du recht haben. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Nein. Der Film hat 3 Minuten gedauert. Ja, wir passen ja auch auf die kleinen Mitlebewesen, die es so gibt. Da draußen passiert jede Menge. Brennnesseln können echt gefährlich sein. Dann braucht ihr noch... einen Mörder, etwas Land. Abenteuer. Was jetzt noch fehlt, ist ein Saas und ein Filter. Ich weiß, hier steht auf Zigaretten, aber man muss wissen, wo die Grenze ist. Also keine Zigaretten, sondern nehmt einfach Kaffee. Und ich mache hier schön die Blätter klein. Das ist etwas anstrengend. Leckere Blattpampe. Das. Bist du bereit? Das hier, das ist keine Zigarette, sondern ein Stück Kacke. Und dieses Stück Kacke wird jetzt hier reingesteckt. Ja, überbrücken wir doch einfach die Wartezeit. Lou ist auf der Suche nach dem Wald. Was ist denn eine Grünbrücke? Ein Amphibientunnel. I'm over here stroking my dick. Grünbrücke, 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 Brücke, Brücke, Grünbrücke. Auf, du junger Wandersbrusche. Grünbrücke, die Kreide hat sich die grüne Soße einverleibt. Und so sah das Ganze im Zeitraffer aus. So aus. Warum sind die meisten Pflanzen grün? Hat es vielleicht politische Gründe? Tatsächlich ist es so... Ist das ein Dachfenster? Nee. Sag mal, wie funktioniert es? Nee. Damit die Solarzellen aus dem Sonnenlicht auch richtig viel Strom machen können, sollten diese Solarzellen richtig viel Strom machen. Da sollten sich die Solarzellen mal ein Beispiel an der Lotuspflanze nehmen. Oh ja. Für dich. Oh. Nein. Für dich. Nein. Für dich. Oh. Nein. Für dich. Nein. Für dich. Nein. Für dich. Nein. Nein. Für dich. Nein. Für dich. Nein. Für dich. Esther, welches unglaubliche Produkt hast du uns denn da mitgebracht? Na, das ist total nett, Esther, aber ich übernehme dann mal ab hier. Diese Blätter sind super homophob. Sogar klebriger Honig bleibt nicht am Blatt haften, sondern tropft runter. Tolles Prinzip. Allerdings gibt es auch viele Hersteller von allem Möglichen, die für ihr Produkt mit dem Begriff Lotus-Effekt werben, aber ihr Versprechen von der Unverschmutzbarkeit nicht einhalten können. Wie? Moment, was soll das denn bedeuten? Schasch! Schasch! Ich habe eine super Idee, wie wir den Lotus-Effekt auf eine Glasscheibe bringen können und so auch dafür sorgen, dass sich so Solarzellen selbst liegen. Toll! Das bringt die Menschheit wieder ein Stück weiter. Alles, was man braucht, ist eine Glasscheibe und eine kleine Kerze. Und jetzt brenn, Schari! Brenn! Aber du machst die Scheibe doch nur ganz scheibig im Moment. Das ist fein beobachtet, Schari. Wenn die Scheibe voll mit Scheiben ist, dann ist auf einmal der Lull-Effekt da. Guck, hier ist etwas Wasser. Im Vergleich. Toll. Lull. Schmutz. Du hast recht. Also zurück